Willkommen zurück zu Spyro. Ja, hier haben wir es jetzt mal aufgehört, haben noch den Drachen da befreit. Und hier waren Haufen Frösche und so eine Art, entweder sind das Rüben, irgendwelche Rübenarten, die lebendig sind, oder Bäume. Aber ich will erstmal hier drüben das hier. Komm her, Schwein. Warum warte ich auch? Ab ins Wasser. Kann ich mir gleich wieder ein Hühnchen fangen. So, jetzt haben wir das. Jetzt geht's hier zurück auf den Baum. Und von hier aus hoffe ich doch mal darüber. Wo ist jetzt hier ein Hühnchen? Komm, hier muss doch irgendwo ein Hühnchen gespawnt sein. Da komme ich auf Garantie nicht mehr zurück. Na gut, dann nehmen keins. Dann müssen wir jetzt darüber. Mache ich die einzeln oder im Durchlauf? Ja, im Durchlauf ist Kaka. Kaka. Hallo, hallo. Steuerung. Jetzt stehen die auch noch so nah am Rand dran. Ne? Verdammt. Moment. Vielleicht erwische ich sie so. Komm doch mal näher. Komm mal näher. So könnte gut gehen, ne? Ja, ging auch gut. Da drüben ist ein Hühnchen. Ach, da ist noch einer. Wie soll ich den dann jetzt erwischen, ohne reinzufallen? Ja, habe ich mir schon fast so gedacht. Der stand sowas von scheiße. So, jetzt aber. Kriege ich die in einen Rutsch? Ich hoffe. Naja, fast. Bis auf einen. Ist da jetzt da drüben noch ein Gegner? Ja. Mein Güte, ey. Lohnt sich auch, das Huhn gleich zu holen. Oh je, da geht's ja auch lang. Gehe ich jetzt erstmal da lang? Und dann da weiter? Würde ich mal behaupten, ne? Baumstämme bin ich immer froh, wenn ich das hinter mir habe. Uiuiuiui. Das sieht ziemlich hoch aus, aber. Ja. Oh ne, Frösche, echt jetzt? Die einen auch mit der Zunge noch erwischen. Die Frechen. Gibt's doch gar nicht. Ich denke mal, das ist eine Sackgasse hier. Oder? Ne, da hinten hüppeln sie auch schon wieder. Wie soll ich denn da durchkommen? Jetzt sind wir wieder hier. Verdammt, ich hasse das. Machen wir erstmal hier. Und den müssen wir noch wegmachen. Na, machen wir den auch noch weg. Und haben ein Leben dazu gekriegt. So. Da ist ein Drache. Da muss ich hin. Aber wäre schön, wenn ich meine ganzen... Also meine Libelle, so wie jetzt ist. So, vielleicht sollte ich...
Verdammt. Schon wieder eine verloren. Wieder. Wie kann das angehen? Kann ich die Frösche eigentlich auch umrammeln? Wie soll man denn da durchkommen? Boah, Alter. Ich verliere jetzt hier eine Menge Leben. Mist gewesen, aber da drüben kriege ich ja noch einen. Du wirst jetzt auch Bahn gehen. Ich will das jetzt schaffen da drüben. Mhm. Hier die Bahn. Oh, Schmetterling, komm mit. Kann ich gut gebrauchen dann. Mal eine Kröte. Mist. Ich komme jetzt hier auch nicht zurück. Verdammt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber ich kann die auch umlocken. Ob ich das richtig gesehen habe. Erstmal hier hoch, damit ich hier einen Speicher habe. Danke, dass du mich befreit hast. Es scheint, dass ich hier gefangen war, seitdem ich so jung war wie du. Oh nein. Ach ja, ich weiß noch. Ich muss jetzt gehen. Ach, Gott sei Dank, jetzt haben wir hier nämlich einen Speicher. Und können. Ja, können hier sterben. Ich muss sie aber noch töten. Weil ich brauche ja die Steine. Stein brauchte ich noch. Eine Kröte ist noch da. Machen wir es mal systematisch. So. Wenn ich den umramme, kann ich die Kröte. So, alles klar. Ich habe zwar wieder keine Libelle. Aber dafür hier ganz sicher alle Steine. Fiese Stelle, muss ich sagen. Mann, Mann, Mann. Oh, hier gibt es noch mehr Steine. Wenn jetzt hier irgendwas Fieses um die Ecke noch lauert, dann aber... So, und von hier aus kann ich bestimmt wieder darüber fliegen, oder? Noch höher? Ne, noch höher kommt man hier nicht. Ja, woanders sehe ich jetzt nichts. Auf der anderen Seite vielleicht. Sieht man hier was? Ne. Ne, ich glaube, man soll da jetzt rüberfliegen. Mache ich das auch mal. Immer noch kein Hühnchen hier. Aber ein Wildschwein rennt da drüben schon wieder. Und da ist ein Hühnchen.
Wenn ich es da jetzt rüber schaffe, habe ich wenigstens die Libelle wieder. So. Vorsichtig. Oh, da geht's rein. Okay. Dann ab nach unten. Da ist schon wieder ein Schurke. Ich werde mal haha, der wollte mich gerade von der Seite angreifen, die Sau. Da ist der nächste Drachen. Yay. Oh nee, da vorne sieht schon wieder echt gruselig aus da hinten. Zecke? Danke, dass du mich befreit hast. Bitte. Kein Problem. Das Schlimme ist daran immer. Ich muss jetzt einfach Kamikaze machen, was soll's. Ich würde ja da sowieso wieder anfangen. Mal den hier. Da ist wieder ein Frosch. Der hat den Frosch umgerannt. Sehr schön. Ja, ich sagte ja, das Spiel wird mit der Zeit auch etwas schwieriger. Hallo. Hallo. Kommen die Wildschweine? Ja. Ich wollte gerade fragen, kommen die Wildschweine da runter? So. Ey. Jetzt stirb doch. Blöder. Drei Leben bloß noch. Zumindest hat der die blöde Kröte da noch erwischt. Alles klar, Wildschwein, diesmal nicht. Und das andere Wildschwein. Ich muss das Wildschwein zuerst. Das kommt ja auf einen zugerannt, ne? Genau. So, und dann kann ich euch beide. So. Ja, hier kann man sich nur mit Geduld durchkämpfen. Ach, hier ist das Ende schon. Ah, nein, nicht reinspringen. Aber uns fehlen doch noch Steine. Aber ich habe schon eine Idee. Ich werde dir sagen, was du mit diesen Viechern machst. Zerquetsch sie, Spyro. Zerstampf sie und zerquetsch sie und zermatsch sie. Warum stoße ich sie nicht einfach um und fackel sie ab? Schließlich sind wir Drachen. Eben. Warum? Also, ich habe vorhin ja da oben, seht ihr? Da oben die Steine. Ich denke mal, ich muss hier rauf. Muss darüber.
Nicht runterfallen. So, jetzt muss ich hier rüber. Alles klar. Dann hier hoch. Oh nein! Nein, nein, nein! Och nö! Ja, können wir vergessen. Verdammt! Oh, die Gegner sind nicht mehr da, okay. Warum auch immer, vorhin sind sie andauernd wiedergekommen. So, hier. Wieso ist er da oben so scheiße gesprungen? Schnitt muss ich auch schon wieder machen. Mach ich mal hier. Dann sage ich mal hier an die Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spyro. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.